Lagunen, Vulkane, noch mehr Lagunen und Berge. Unsere erste Woche in Ecuador startet jedoch auf einem deutschen Campingplatz. Willkommen in Ecuador und willkommen zu unserem ersten Video hier aus Ecuador. Wir sind gerade hier in der Finca Sommerwind bei Ibarra in der Nähe und kommen hier jetzt erstmal an. Und ja, auf dem Plan steht tatsächlich erstmal ein bisschen was an Günni zu machen. Wir haben ein paar Ersatzteile von Helenas Vater bekommen, die wir jetzt einbauen lassen wollen. Und jetzt genießen wir aber auch erstmal das schöne Wetter hier und freuen uns, dass die Regenzeit so langsam dem Ende zugeht. Und dann sind wir gespannt, was die nächsten Tage so bringen hier. Ah ja. Er will nicht. Ja. Juhu. Wo ist sie? Da ist sie. Frische Grenadilla. Hat sich's gelohnt? Mhm, sehr schleimig und sehr lecker. Also, so far so frustrierend. Das letzte war, dass ich die beiden Rücklichter wieder so anbringen wollte, dass sie in die gleiche Richtung gucken. Allerdings sind die Schrauben hinten so verrostet, die kriege ich mit reiner Menschenkraft nicht los. Naja. Und jetzt habe ich das letzte Projekt für heute, eben die Rückfahrlampe. Deswegen haben sie uns in Kolumbien angehalten, oder nicht deswegen, die haben sie dann gecheckt und geguckt, ob sie funktioniert. Hat es in dem Augenblick nicht und deswegen habe ich mir das Ganze jetzt mal angeguckt. Die Glühbirne war rausgefallen und jetzt habe ich hier dieses Ding abgebaut und die Glühbirne wieder eingesetzt. Und bevor ich das jetzt festschraube, teste ich jetzt einmal, ob es leuchtet. Ja, was soll ich sagen? Irgendwie relativ ernüchternder Arbeitstag. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt, dass es hier jetzt nicht leuchtet. Also ich habe mit dem Multimeter nachgemessen und geschaut, es kommen 12,5 Volt an. Also ich habe auch eine andere Glühbirne angeschlossen, vielleicht. So, Tag 2 der Reparaturarbeiten startet. Und ich fahre jetzt erstmal zur Werkstatt, da habe ich um 9 einen Termin. Und da werden diese Sachen hier eingebaut. Da ist eine neue Ölwanddichtung. Neue Auspuffkrümmerdichtung und wenn wir ans Öl gehen, dann wechseln wir auch noch den Ölfilter. Ist ein bisschen früh nach 5000 Kilometern, aber naja, schaden kann es nicht. Ja, und so sieht die Auspuffkrümmerdichtung aus. Also war allerhöchste Eisenbahn. Danke an den Tipp, den wir hier von YouTube bekommen haben. Da hat einer kommentiert, dass der Sound, den Günni gemacht hat, genau danach klingt. Und so wie es scheint, war auf jeden Fall diese Krümmerdichtung eben das Problem. Und die ist jetzt gewechselt. Das heißt, gleich kann ich den Bus holen und dann geht es erstmal zurück zum Camp. Ja, jetzt bin ich ein paar Kilometer damit gefahren und ich muss sagen, es ist ziemlich geil. Ja, dieses klackernde Geräusch ist komplett weg und ist einfach leiser.
Ich meine, Günni wird so oder so nicht wirklich leise werden, aber es hat schon ganz schön genervt, gerade beim Beschleunigen, wenn dann immer dieses klackernde Geräusch kommt. Jetzt kann man besser die Drehzahl hören. Ja, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Die Dichtung war halt hinüber einfach und so ist es viel besser. Und jetzt können wir auch demnächst los ins Abenteuer Ecuador starten. Stars come to shine when it's dark from so far away. Show us where we are. What makes the sun go to sleep every night? And what's it dreaming of? I wonder. Guten Morgen von der Lagune Cuicocha, einer der schönsten Lagunen hier in Ecuador. Und ja, hier war ich schon mal vor 3 Monaten und fand die so toll, dass ich ja auch Helena unbedingt mal zeigen wollte. Und hier gibt es eine Wanderung, 4 Stunden, 4,5 Stunden einmal um den ganzen See rum. Allerdings sind Hunde im Nationalpark nicht erlaubt. Deswegen müssen wir einmal im Bus zurücklassen und wir werden dann mal, denke ich, ein Stündchen drauf laufen und die Aussicht auf den See genießen. Also nicht die ganze Runde laufen, obwohl es bestimmt sehr cool gewesen wäre, gerade auch mit Eimer. Aber naja, jetzt haben wir erstmal jetzt hier unser Frühstückslager aufgebaut und genießen die Aussicht, werden jetzt ein Käffchen trinken und dann zum Eingang des Parks fahren. Why does the rain always keep on pouring down when it's gray outside? Makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. It really makes me wonder. Ja, diesen schönen Stellplatz, den haben wir gestern mehr oder weniger durch Zufall entdeckt, als wir hier einfach die Seenstraße noch lang gefahren sind, auf der Suche nach einem geeigneten Stellplatz für die Nacht. Denn den Stellplatz, der bei iOverlander eingetragen ist, direkt am Eingang des Nationalparks, den fanden wir irgendwie nicht ganz so toll direkt an der Straße. Und ja, wir wollten halt noch einen Blick auf den See erhaschen. Damit haben wir das hier auf jeden Fall gemacht. Der Parkplatz ist super schön und hier ist ein privater Mirador, den der Parkwächter gebaut hat. Und den haben wir auch gestern angetroffen und ihn gefragt, ob wir hier die Nacht verbringen dürfen. Das ist nämlich ein Gemeindeparkplatz und ja, er hat uns nur um eine kleine Spende gebeten, damit das hier instand gehalten wird. Und die Idee finden wir irgendwie ganz schön und besser als jetzt sich in den Büschen zu verstecken und ja, nichts zu hinterlassen. Und so kann man halt ein bisschen was der Gemeinde zurückgeben. Hier gibt es sogar Wi-Fi und Toiletten und es wird halt eigentlich fast gar nicht genutzt. Also schade drum. Vielleicht tragen wir es ja sogar in die iOverlander-App ein. Hola. Auf dem Weg in den Nationalpark noch diese liebe Mitfahrerin mitgenommen. Der Nationalpark Cotacachi umfasst ein großes Gebiet mit rund 260.000 Hektar mit Bergen, Vulkanen und geschütztem Nebelwald. Die Lagune Cuicocha ist nur ein kleiner Teil des Reservoirs. Das Coole an dieser Lagune ist, dass sie 2 Inseln hat. Man darf die zwar nicht mehr betreten, aber man kann eine Bootstour hinmachen. Und an der rechten der beiden ist ein kleines Gebiet, wo eben noch vulkanische Aktivitäten zu sehen sind. Da kommen von unten halt die ganzen Gase hoch. Der Wanderweg um die Lagune führt über den Vulkankamm, was super cool ist, denn auf der linken Seite hat man dann den Blick in die Lagune und auf der rechten Seite den Blick über die Hochebene rund um Imbabura, was super schön aussieht. Und ja, der Weg ist 12 Kilometer lang, einmal wenn man ganz rumlaufen will. Wir machen, wie gesagt, jetzt nur ungefähr 1 Stunde, damit Almi nicht so lange warten muss, aber es lohnt sich trotzdem. Es ist super schön, diese Aussicht. Lagune Cuicocha
Können wir richtig empfehlen. Schönste Aussicht heute gehabt. Gerade kam auch mal die Sonne raus. Richtig toll. Und jetzt haben wir Hunger. Jetzt fahren wir nach Otavalo, so 20 Kilometer von hier. Und da werden wir uns in die Mitte der Stadt stellen beim Kunsthandwerksmarkt und erstmal was essen und dann ein bisschen schlendern. Quanto son? Para 22. Ja, wir hatten heute einen richtig coolen Tag, waren ja erst wandern und jetzt sind wir auch geschafft und zurück im Bus. Und vor allem haben wir jetzt vor, euch ein bisschen Ecuador näher zu bringen, denn wir haben einen richtig coolen Reiseführer von meinen Eltern geschenkt bekommen. Und ja, so ein paar Fakten über Ecuador sind zum Beispiel, dass es rund 260.000 Quadratkilometer groß ist, dass es rund 17, vielleicht jetzt schon 18 Millionen Einwohner hat. Ja, und in Ecuador gibt es eben drei unterschiedliche, ja, grobe Landschaften. Und das ist zum einen hier die Pazifikküste mit Urwäldern und Dschungeln und allem, was dazu gehört. In der Mitte finden sich die Anden und da sind eben auch die ganzen berühmten Vulkane, Cotopaxi, Chimborazo. Und ganz im Osten findet sich eben das Amazonasbecken. Und unsere Route wird uns definitiv durch alle drei Bereiche führen. Und das Coolste an dem Reiseführer ist, dass wir diesmal eine Landkarte haben von dem Land, was wir gerade bereisen, Ecuador. Denn für Kolumbien haben wir leider gar keine gefunden. Und auch wenn wir immer die animierten Karten jetzt in die Videos gemacht haben, finden wir es richtig cool, das ganz analog noch zu führen. Ich habe schon einen Stift bereit und möchte heute dann einzeichnen, was wir jetzt quasi in dem Video erfahren sind. Also abtauchen. Zu Beginn des Videos waren wir noch in der Finca Sommerwind in der Nähe von Ibarra. Und dann sind wir von Ibarra, wir fahren es mal ab, hier bis zu der Laguna Quicocha gefahren. Zack, genau. Und dann sind wir zurückgefahren, wieder dieselbe Route, und nach Otavalo auf dem Markt. Und von dem Markt sind wir dann jetzt hier an der Laguna Mojanda, die ihr dann morgen sehen werdet, denn hier steht uns eine coole Route morgen bevor und wahrscheinlich werden wir unseren ersten Berg hier in Ecuador besteigen. So, es ist 6 Uhr morgens und es geht jetzt los. Wo gehen wir hin? Wir gehen auf den Puya Puya Berg. Mal gucken, wie der Anstieg wird. Angeblich soll es ein leichter Aufstieg sein auf 4.262 Meter. Irgendwas. Wir sehen uns oben. Es geht einfach straight back auf. Keine großartigen Serpentinen oder sonst irgendwas. Einfach schnurstracks Richtung Gipfel. Aber die Aussicht ist der Hammer. Päuschen. Ja, trotzdem mal kurz Pause machen, verschnaufen. Sind mich jetzt auf 4000 Meter angekommen.
Also Bassico war der Aufstieg auf dem Puya Puya auf gar keinen Fall. Zumindest jetzt nicht hier in der Jahreszeit, wo es so feucht ist und der ganze Weg war richtig, ja, rutschig. Schön. Und habe mich auch zweimal jetzt hingelegt auf dem Abstieg. Aber ich könnte mir vorstellen, dass so Juli, August eine richtig gute Zeit ist, hier hochzukommen. Dann ist es auch komplett klar. Und ihr erspart euch die Frustration oben und seht dann nicht so wie ich. Mein erster Gipfel und ich habe einfach nichts gesehen. Nichts ist auch untertrieben. Also wir haben ein, zwei Mal die Aussicht gesehen, aber die war natürlich nicht so geil, wie wenn es komplett klar gewesen wäre. Dann kann man hier die anderen Berge sehen, den Imbabura und wie sie alle heißen. Dankeschön fürs Einschalten und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wir hoffen, euch hat unser erstes Ecuador-Video gefallen.